bin der Christoph Hanzi. Ich arbeite seit 2018 in der UPD und seit 2020 eine Zusatzfunktion als Berufsbildner. Wir sind in der Küche von der Station Wernicke. Das ist für uns ein sehr zentraler Ort, weil die Milieu- und Alltagsgestaltung ein grosser Teil unserer Arbeit ist. Zu meinen Aufgaben gehören die Betreuung der Patientinnen im Alltag, sie zu unterstützen im Erreichen der Pflegeziele, die wir gemeinsam im Pflegeprozess erstellt haben, und natürlich auch noch die Betreuung der Lernenden und Studierenden in der Rolle des Berufsbildners. Wir sind ein interdisziplinäres Team und wir arbeiten hauptsächlich mit der Oberärztin, Assistenzärztin, Psychologin, einer Sozialarbeiterin, Ergo- und Physiotherapeutin, der Reinigungsfachpersonen und weiteren Therapeuten zusammen. In der Psychiatrie arbeiten wir sehr nah mit dem Patienten zusammen. Wir arbeiten sehr viel über Beziehung mit dem Patienten und unterstützen und begleiten sie in der Erreichung ihrer individuellen Ziele. Unsere Arbeit ist sehr abwechslungsreich, weil unsere Patienten jeden Tag wieder anders sind, andere Probleme, Anliegen haben, die sie auf uns zukommen. Und bei uns auf der Station ist speziell, dass sehr viele Patienten auch somatische Komorbiditäten haben, die unseren Alltag immer sehr spannend und lernreich für uns macht. Wir pflegen einen sehr offenen und wertschätzenden Umgang bei uns im Team und haben regelmässige Austausche, sodass niemand verloren geht. Wir pflegen auch eine sehr humorvolle Art miteinander und können in schwierige Situationen so mit der Leichtigkeit hineinbringen. Die UPD bietet ganz viele verschiedene Arbeitsplätze an, sei es in der Erwachsenen-, in der Kinder- oder in der Gerontopsychiatrie. Auch die verschiedenen Settings, die man wählen kann, von stationär, teilstationär oder ambulant, macht es sehr interessant und ist für jeden Mitarbeitenden ein passender Arbeitsplatz, der gefunden werden kann. Für mich ist die UPD auch noch sehr interessant als Arbeitgeber, weil wir in der Förderung der Kompetenzen unterstützt werden, indem wir interne wie auch externe Weiterbildungen besuchen. Das macht für mich die UPD zu einem Ort von vielen Möglichkeiten. Mein Herz schlägt besonders für die Arbeit mit den Studierenden und Lernenden, da man sie sehr eng in ihrem Lernprozess begleiten kann und sie so für die Erreichung ihrer Ausbildungsziele fördern kann. Auch die UPD legt einen grossen Stellenwert auf die Ausbildung. Das merkt man auch bei uns im Team. Wir nehmen die Lernenden und Studierenden zu allen Lernsituationen mit und helfen ihnen so bei der Erreichung ihrer Kompetenzen.